Huawei. Wie man den Technologiekonzern aus Fernost richtig ausspricht, weiß die entsprechende Firma wohl selbst nicht. Im deutschsprachigen Raum hat man sich aber anscheinend auf letztere Aussprache geeinigt. Deshalb werde ich diese auch aus Rücksicht auf einige Kommentatoren nur noch verwenden. Bekanntlich sind Namen aber Schall und Rauch, deshalb nun zur viel wichtigeren Frage: Ist der Rahmen eigentlich aus Alu oder aus Kunststoff? Dies und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Videotestbericht des Huawei P9 Lite. Aber kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Die Maße des Smartphones sind 146,8 mal 72,6 mal 7,5 mm. Es ist schwerer geworden mit seinen 147 Gramm. Genau wie das Smartphone größer geworden ist, ist auch sein Display größer geworden. Wir haben nämlich jetzt ein 5,2 Zoll Full HD Display mit einer 1920 x 1080 Auflösung. Wir haben ein Incel Screen, wie Huawei ihn selbst nennt. Auf dem Smartphone läuft Android 6.0 mit der EMUI in Version 4.1. Wir haben verbaut in dem Smartphone einen Kirin 650 Octa-Core Prozessor mit 4 Kernen mal 2,0 GHz und 4 Kernen mit 1,7 GHz. Das ist ein 64-Bit Prozessor. Wir haben jetzt 3 GB RAM. Außerdem haben wir 16 GB Speicher, von denen noch 9,51 GB frei sind. Außerdem ist das Smartphone erweiterbar per MicroSD und wir haben auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera und auf der Frontseite eine 8-Megapixel-Kamera. Wir haben einen Akku im Gerät verbaut mit 3000 mAh. Dieser lässt sich nicht wechseln. Außerdem verbrauchen wir, um das Smartphone sinnvoll zu betreiben, eine Nano-SIM-Karte. Und jetzt kommt der Clou: wer die eine Speichererweiterung per MicroSD nicht braucht, kann stattdessen eine Nano-SIM einlegen und hat damit dann ein Dual-SIM-Smartphone. Außerdem gibt es noch LTE Cat 4, WLAN, B, G und N, leider kein AC und nur mit 2,4 GHz. Außerdem gibt es das Smartphone in den Farben Schwarz, Weiß und in Gold. Das hier ist übrigens weiß. Dann schauen wir uns das Smartphone einfach mal von nahem an. Hier sehen wir schon, ja, das ist ja dieser Schacht. Da wird wahrscheinlich die SIM-Karte reinkommen oder die MicroSD oder in diesem Fall beides. Und um da jetzt natürlich ranzukommen, brauchen wir Spezialwerkzeug. Entweder man nimmt das, was in der Schachtel liegt, oder man geht in ein Fachgeschäft, holt sich das hier, eine Büroklammer. Dann kann man hier reinstechen. Und dann fährt dieser Schlitten hier raus und ihr könnt schon sehen, es sind zwei Steckplätze. In den einen kommt auf jeden Fall, in den kleineren hier, die Nano-SIM, in den anderen kann entweder eine Nano-SIM oder eine Micro-SD-Karte. Also, dass ihr das schon mal wisst, wie man das auf jeden Fall macht, wahrscheinlich eine der ersten Sachen, wenn man das Huawei P9 Lite in Betrieb nehmen möchte. Dann kommen wir hier noch zum Rand. Ich hatte schon im P8-Video gesagt, dass das ein Alu-Rahmen war. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Es war nämlich keiner. Aber hier ist es auf jeden Fall einer. Dieser Rahmen ist aus Alu. Nur die Rückseite ist aus Kunststoff, nennen wir es mal liebevoll. Hier unten haben wir dann einen Lautsprecher. Hier auf der anderen Seite, hat man das auch so designt. Es ist aber eher das Mikrofon. Dann hier unten haben wir einen USB-Anschluss. Ganz klassisch noch USB. Kein USB-C, sondern ganz normaler Micro-USB-Anschluss. Außerdem dauert hier aber das Laden leider etwas lange, besonders mit dem mitgelieferten Netzteil. Dann gehen wir mal hier noch weiter. Hier haben wir den Anschalter und die Lauter-Leiser-Wippe. Die wackeln leider etwas, aber dafür ist der Einschalter hier etwas angeraut und er steht ganz gut aus dem Gerät hervor. Das heißt, man kann ihn gut erfüllen. Also was finde ich immer ganz gut. Hier oben haben wir dann auch nochmal ein Mikrofon und den Stecker für Kopfhörer. Dann auf der Rückseite haben wir die 13-Megapixel-Kamera, einen LED-Blitz. Hier haben wir dann einen Fingerabdrucksensor, der sehr schnell reagiert. Das werden wir dann nachher noch sehen und einige andere Zusatzfunktionen auch bietet.
Und ja, hier steht sonst noch alles Wichtige, was man vielleicht wissen sollte oder auch nicht drauf. Dann hier vorne natürlich noch mal klar Huawei, wie die Firma heißt, das Display und hier oben natürlich noch den Lautsprecher fürs Telefonieren, die Frontkamera und den Helligkeitssensor. Dann, nachdem wir das Smartphone jetzt von außen ausgiebig begutachtet haben, würde ich sagen, schauen wir uns doch die Software einmal genauer an. Und das Tolle ist, hier haben wir es immer mit wechselnden Sperrbildschirmhintergründen zu tun und also wer hier keinen Hunger kriegt, ja, da weiß ich auch nicht. Dann sind wir auch schon beim Homescreen, der sieht sehr aufgeräumt aus, ist eher wie bei iOS, das heißt, alle installierten Apps werden einfach direkt auf den Homescreen geschmissen. Und hier haben wir auch zum Beispiel Ordner. Und da geht's, ist es wirklich auch so wie bei iOS. Das heißt, keine App ist irgendwie doppelt auf dem Homescreen. Wir haben jede genau nur einmal. Das heißt, wenn sie hier in einem Ordner drin ist, ist sie auf dem restlichen Homescreen nicht. Wir haben natürlich trotzdem, wie es bei Android üblich ist, die Widgets. Also beides aus einer Welt kombiniert hier beim Huawei P9 Lite, wie man es natürlich kennt. Was für Neulinge hier vielleicht etwas verwirrend ist, ist, wenn man hier zum Beispiel eine App öffnet, die man vorher noch nie geöffnet hat, wird einem wahrscheinlich am Anfang relativ oft vorkommen. Hier zum Beispiel diese App Gesundheit. Und hier ist es halt eben auch wie bei iOS eigentlich. Man wird hier gefragt, ob man folgende Berechtigungen eben aktivieren möchte, zum Beispiel Speicher und ihren Standort. Und das muss man hier, da muss man wirklich erst zustimmen, auch hier nochmal. Und dann kann man diese App erst nutzen. Und hier sind halt einige solche Apps schon vorinstalliert. Also gut, bisschen Müll ist natürlich auch drauf. Hier zum Beispiel News Republic, WPS Office. Naja, das obligatorische Facebook, Twitter ist natürlich auch drauf. Aber damit muss man anscheinend mittlerweile leben, wenn man so ein Smartphone kauft. Dann kommen wir wie versprochen noch zum Fingerabdruck des Smartphones. Denn wir können hier nämlich in die Einstellungen gehen und können hier zu Fingerabdruck-ID, Fingerabdruckverwaltung. Und erstmal müssen wir natürlich dafür einen PIN anlegen. Das heißt, ich denke mir jetzt einen ganz schwierigen PIN aus und muss den hier nochmal bestätigen. Ja, da ist er natürlich schon falsch. Das ist natürlich, wenn man so eine komplizierte Reihenfolge nimmt. Und dann kann man zum Beispiel hier zum Entsperren für Smartphone nehmen. Da muss ich meinen Finger natürlich erstmal einrichten. Und schon ist das erledigt. Das geht hier sehr schnell. Und dann brauche ich jetzt hier also entweder einen PIN oder ich lege meinen Fingerabdruck hinten drauf. Das geht auch aus dem ausgeschalteten Zustand und das geht auf jeden Fall sehr schnell. Allerdings gibt es hier noch mehr Funktionen. Dafür muss ich noch nicht mal einen Finger einspeichern in das Smartphone, sondern kann einfach so meinen Fingerabdruck hinten drauflegen. Und zwar gibt es hier sogenannte Streichgesten. Und zwar einmal, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Dazu muss ich einfach hinten von oben nach unten wischen. Also es ist schon, also ja, zu fortgeschrittener Stunde kann man das glatt als Zaubertrick vorführen. Außerdem kann man noch Fotos durchwischen. Und zwar, wenn wir in die Fotogalerie gehen. Und dann kann man die Fotos durchwischen. Ich kann hier hinten einfach wischen. Toll, oder? Hier einfach hinten auf diesem zusätzlichen Touchfeld und kann die Fotos durchwischen. Das Problem ist natürlich nur, das geht auch wirklich nur in dieser Fotos-App und nur um diese Leiste hier oben herunterzuziehen. Das heißt noch nicht für irgendwelche Drittanbieter-Anwendungen. Also gut, naja. Mehr als ein müdes Lächeln beim Publikum wird man da vielleicht nicht bekommen für diesen Trick hier. Also, naja, gut. Wenn wir schon bei der Kamera sind, die können wir mal kurz anschalten. Hier sehen wir schon die Selfie-Funktion des Smartphones und hier ist auch gleich ein Schieberegler. Ich weiß nicht, wofür der gut sein soll, verschönern. Also ich finde, es wird nicht besser. Also ich gehöre vielleicht einfach hinter die Kamera. Aber gut, drehen wir das Bild hier einfach mal wieder um und dann sehen wir den ja, Holztisch, wie man ihn kennt und liebt. Hier unser Kameraobjektiv. Dann können wir natürlich, was ich gerade auch schon in der Galerie gezeigt habe, die Fotos einfach mal durchscrollen. Und da muss man sagen, für ein Smartphone dieser Preisklasse haben wir auf jeden Fall sehr detailreiche Fotos, auch ohne Leica-Doppelkamera. Wir haben eine schöne Tiefenunschärfe hier bei den Fotos.
Diese Aufnahme hier zum Beispiel habe ich in einem Raum, da war es relativ dunkel, habe ich die aufgenommen. Und auch hier muss man sagen, haben wir eigentlich kein Rauschen im Bild. Gut, die Farben sind vielleicht ein kleines bisschen unnatürlich, aber es hat auf jeden Fall den Raum sehr gut aufgehellt, diese Kamera, das Huawei P9 Lite. Also man kann eigentlich wirklich nichts gegen diese Smartphone-Kamera sagen, gerade natürlich auch, da es sich hier nur um die Lite-Version eines Topmodells handelt. Ja, wer das Design des Smartphones schon etwas langweilig findet, dem sei auch geholfen, hier mit dieser Design-Anwendung, mit der man das Design wechseln kann. Wenn wir es zum Beispiel hier etwas nobler haben wollen, in Gold zum Beispiel, passend natürlich dann auch für das goldene P9 Lite, dann können wir das hier auswählen und dann haben wir hier alles in, ja, Gold ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu kitschig, also können wir das nochmal ändern. Hier zum Beispiel in dieses Design mit gedeckteren Farben. Das können wir natürlich auch mal ausprobieren, wie das so ankommt. Dann, was ich auch noch erwähnen wollte beim Smartphone, was mir positiv aufgefallen sind die Lautsprecher. Die kann man relativ laut drehen und ich finde den Ton eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht mache ich es mal ein bisschen leiser. Klar, wie erwähnt, ist eine kleine Mogelpackung. Man könnte denken, dass hier unten sind Stereo-Lautsprecher. Dem ist natürlich nicht der Fall. Nur hier kommt die Musik raus. Das heißt, wenn man den Lautsprecher zuhält, wie es in mancher hitziger Spielesituation doch schon mal passieren kann, dann ist natürlich der Ton weg. Wenn wir hier zuhalten, passiert überhaupt nichts an der Lautstärke. Also auf jeden Fall muss man sagen, ja, das ist für die Position auch des Lautsprechers ganz gut gelungen. Ich meine, bei HTC, da wird ja oben und unten relativ viel Platz des Smartphones in Anspruch genommen für die Lautsprecher. Und der ist hier einfach nicht nötig und man hat trotzdem, ja, einen guten Sound, muss man dazu sagen. Ja, und wo wir jetzt schon so ein bisschen bei der Beurteilung sind des Smartphones, würde ich auch sagen, machen wir dabei einfach weiter. Und ich komme mal zum Fazit, denn das P9 Lite, ist es eigentlich noch ein Lite? Denn das Display ist schon genauso groß wie beim großen Bruder. Die Gehäuse sind ähnlich hochwertig und auch die technischen Daten sind hier beim Huawei P9 Lite völlig ausreichend. Also wir sehen schon, für die meisten reicht das Lite eigentlich. Aber seht selbst, wir haben ein scharfes und helles HD-Display, wir haben ein hohes Arbeitstempo, ein schickes Design, hochwertige Materialien und eine hochwertige Verarbeitung und natürlich auch eine Dual-SIM-Funktion. Flops habe ich, soweit ich sehe, eigentlich keine gefunden. Das sind, wenn dann, immer so eine Kleinigkeiten, die aber daran natürlich auch einfach liegen, dass wir hier es mit einem Lite-Modell eben eines Top-Modells zu tun haben. Und da ist natürlich alles etwas abgespeckt. Aber gut. Ja, und wenn ihr uns natürlich irgendwie mal besuchen wollt, könnt ihr das natürlich machen bei TCS GmbH in Kaufering oder Schwabmünchen in Oberbayern. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr einfach mal in den sozialen Medien guckt. Unseren YouTube-Kanal kennt ihr wahrscheinlich schon am besten. Ihr abonniert ihn gleich. Und dann habt ihr natürlich noch viele weitere Videos, die ihr euch da angucken könnt. Zum Beispiel das P8 Lite des direkten Vorgängers dieses Smartphones. Außerdem könnt ihr uns natürlich besuchen auf Facebook, auf Twitter und bei Google+. Und wenn ihr dann noch Fragen habt oder Anregungen für diese Videos hier, kein Problem, einfach eine E-Mail an info@tcs24.de. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.